Hallo Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder zuschaut. Unschwer zu erkennen, heute geht es um den Lego City Adventkalender. Der hat 349 Teile. UVP ist 19,90. Wir haben bezahlt 15,99 bei Brickmo. Wird unten noch verlinkt. So, das ist die schöne Vorderseite. Dann kommt die lustige Rückseite. So wie Clemmy, der ist nämlich auch da, hier drüben, ja, erklärt hat, wird der Deckel runtergeklappt und dann hat man hier eine kleine Spielfläche. Das Ganze soll 6 Minifiguren haben, nämlich diese. Passend zur City-Serie, die es auch im Fernsehen gibt, ja, zur TV-Serie. Ja. Dann wollen wir mal schauen, ne? Ja. Was da so Lustiges drin ist. Der Tageskalender und die Spielfläche. Die kleine Spielfläche. Einmal mit einer Eisenbahn, Straße, ein Teich zum Schlittschuhfahren, eine kleine Baustelle, Hubschrauberlandeplatz. Ist unbedingt gefragt bei einem Teich. Ja, so nah an den Gleisen. Ja, hier soll wahrscheinlich ein Bahnhof hin, weil hier Parkplätze sind. Ja, dann, oh, hier oben ist schon die erste, oder? Ist zwar die 10. Tür, aber... Die erste Tür. Schon fast offen. Die eine Macke hat. Naja, egal. Dann wollen wir mal schauen, was da Lustiges drin ist, ne? Ja. So. Ja, welche Türchen das im Einzelnen sind, ist im Grunde egal. Das müsste die 24 sein, weil in der 24 immer der Nikolaus drin sein sollte. Ja. Dann haben wir hier noch eine Figur. Sind schon zwei. Dann hier noch mal eine Figur. Haben wir schon drei. Und dann hier noch eine. Sind vier. Fünf. Wo hat sich die sechste Figur versteckt? Hier ist sie. Die sechste Figur, ein Eishockeyspieler. Ah, der kann hier. Kann der gleich einen loslegen. Sollst du ein Eishockeyspielender Polizist? Also für jemanden, der Lego City hat oder Lego mag, wer mag es nicht, ich mag es auch, wenn es nur nicht so teuer wäre. Ja. Aber für 15,99 ist es okay. Eine schöne Idee, falls ihr sagen wollt, okay, ich kaufe den meinem Kleinen oder sowas und will da mal ein paar Extras reinmachen. Eine Seite aufschneiden, noch ein bisschen nachbefüllen, geht ja auch. Ja. Und dann wieder reinstecken, zukleben. Und er hat noch ein bisschen extra Spaß. Oder aber, Weihnachten ist vorbei. Die Kiste ist leer. Aufheben, selber befüllen. Und wieder zubappe. Ja. Denn vom 1. bis 24. das wird bleiben. Ja. Es werden nur selten mehr oder selten weniger Tage. Ja, außer die im Kalender irren sich. Und geben dann Müllkalender fürs Jahr raus, wo dann eben halt mal der Heiligabend auf den 21. fällt. Ja. Hatten wir hier in Usingen. Die ganze Belegschaft hier hat gelacht ohne Ende. Wie kann sowas passieren? Ja, dann würde ich doch mal sagen, für den Preis, wenn ich die anderen Sets mir so überlege, was da an Figuren und Material drin ist, ist das hier eine echte Kaufempfehlung. Allerdings nicht für einen Zwanni. Nee. Sondern da solltet ihr schon wirklich weniger bezahlen. Also 15,99 ist ein... So 15, 16 Euro ist ein guter Preis dafür. Ja. Ist ein 349 Teiler, das Ding. 6 Minifiguren. Ja. Das ist okay. Da kann man schon was vom Dach reißen. Also, wie gesagt, wenn es günstig schießt,
für mich eine hundertprozentige Kaufempfehlung. Was meinst du dazu? Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert uns, betätigt die Klingel, wenn ihr wissen wollt, wann neue Videos von uns sind. Ja, gibt es da noch groß was zu sagen? Schönen Advent. Ja, wir wünschen allen einen schönen Advent. Ja, das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschöne. Tschüss.